Hallo, herzlich willkommen bei Urgeschmack. In der Küche gibt es viele Mythen. Fleisch habe Poren, die man durch Anbraten verschließen müsse. Holzschneidebretter seien unhygienisch. Gestern habe da noch eine Tafel Schokolade gelegen. Und dann gibt es rund um das Kuchenbacken eine Reihe von Anweisungen, die nicht jedem einleuchten und auch nicht jedem plausibel erscheinen. Zum Beispiel, dass Mürbeteig oder Pâte brisée nach dem Rühren und vor dem Ausrollen 2 Stunden im Kühlschrank ruhen muss. Warum sollte das so sein? Das hier ist eine Kugel Mürbeteig, Pâte brisée, der 22 Stunden im Kühlschrank gelegen hat, danach 2 Stunden einfach so in der Küche herumgelegen hat, um wieder auf Zimmertemperatur zu kommen. Warum mache ich das? Weil ich jetzt ganz schnell eine zweite Portion anrühre, die ich nicht ruhen lasse und die hinterher genau die gleiche Temperatur haben wird. Hier haben wir Portion Nummer 2. Nicht geruhter Mürbeteig und geruhter Mürbeteig. Angeblich soll sich jetzt zeigen, dass der nicht geruhte Mürbeteig sich gegen das Ausrollen wehrt, dass er sich schnell zusammenzieht. Nicht nur das, er soll auch sich zusammenziehen beim Backen, wenn man ihn dann in eine Form hineingelegt hat. Das möchte ich heute mal demonstrieren oder auch nicht. Ich habe es nie so direkt verglichen und das schauen wir uns jetzt an. Ich beginne mit dem nicht geruhten Mürbeteig, damit er gar keine Zeit hat zu ruhen. Sehr anhänglich. Sehr, sehr anhänglich. Soweit kann ich nicht feststellen, dass er sich besonders zusammenzieht. Er hängt am Nudelholz an, aber das ist eine ganz normale Erscheinung, würde ich sagen. Er ist robust. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich besonders gewehrt hat. Das war keine besonders große Menge, aber trotzdem sollte sich das in irgendeiner Weise zeigen. Ich konnte aber nie sehen, dass er sich wieder so zusammenzieht. Probieren wir mal den länger geruhten Teig aus. Was man hier sehen kann, ist, dass er auf jeden Fall gleichmäßiger aussieht. Ich lege den mal hier rüber. Der hier ist ein bisschen zerfetzt, zerfranst. Dieser sieht erheblich gleichmäßiger aus. Und das, was ihr nicht sehen könnt, er lässt sich tatsächlich leichter rollen. Er ist zarter, obwohl dieser frisch angerührte Teig sich vorher weicher angefühlt hat. Man kann auch sehen, dass hier der Teig recht gleichmäßig erscheint, rein optisch. Hier ist es etwas ungleichmäßiger. Das sind wahrscheinlich Details, die man in der Kamera so nicht zeigen kann. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Bisher würde ich aber sagen, damit kann man leben. Beim Auslegen einer Form wird ohnehin der Rand abgeschnitten. Wenn es also schnell gehen muss, wäre das für mich jetzt kein Argument zu sagen, auf gar keinen Fall einen ungeruhten Teig verwenden. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn man den Teig in eine Form legt und dann backt. Ich werde diese beiden Teigproben jetzt auf diese Tartlet-Ringe verteilen. Links weiterhin der länger geruhte Teig, der 22 Stunden geruhte Teig. Der ist völlig verpennt, verschlafen, ganz weich, wie das so ist, wenn man aus dem Bett kommt. Lege ihn einfach drauf. Es lässt sich auf jeden Fall sehr gut handhaben. Das macht alles auf mich einen sehr guten Eindruck. Zieht sich überhaupt nicht zusammen, wehrt sich nicht, sitzt. Auf der anderen Seite, der nicht geruhte Teig. Im Verhalten kann ich hier keinen großen Unterschied feststellen. Das werde ich jetzt abschneiden. Jetzt kommt es für 12 bis 15 Minuten in den Ofen, die normale Backzeit für solche Tartlet-Formen. Und dann werden wir sehen, ob sich der ungeruhte Teig wirklich beim Backen zusammenzieht oder stärker zusammenzieht als der geruhte Teig. Im Moment, schon jetzt kann ich sehen, dass der ungeruhte Teig sich hier unten aus diesen Kanten etwas zurückzieht und sich eine stärkere Krümmung bildet. Das heißt, ja, er ist weniger entspannt, lässt sich einfach nicht so gut einpassen und wehrt sich jetzt ein bisschen. Dann werden wir gleich sehen, was beim Backen passiert. So, man sieht, wie hastig ich noch die Tartlets eingestochen habe. Das muss man ja nicht unbedingt machen. In diesem Fall begannen sie hochzukommen. Wir haben immer noch auf der linken Seite den geruhten, auf der rechten Seite den ungeruhten Teig. Und ich möchte meinen, dass da kein besonders großer Unterschied zu erkennen ist. Wir haben hier natürlich keine absoluten Laborbedingungen, aber ich würde sagen, dass der Unterschied so gering ist, dass man das praktisch vernachlässigen kann, sowohl bei der Verarbeitung als auch beim Backen. Das mag nicht in allen Fällen zutreffen, aber wir haben hier, ja, ein Teig, der geschrumpft ist, weil er den Rand runtergesackt ist, und das ist hier genauso der Fall. Man kann natürlich argumentieren, dass ich die Tartlet-Ringe nicht hätte einfetten dürfen,
Andererseits bekommt man sie sonst nicht so einfach runter, muss schneiden und schneidet dann die Kruste womöglich kaputt. Das ist also immer ein Problem. Für mich ist das Ergebnis nicht eindeutig. Ich habe auf beiden Seiten kein perfektes Ergebnis. Das mag auch andere Gründe haben. Hier ging es nur um das Ruhen des Teigs selbst. Und mein Eindruck ist, dass dieser Unterschied nicht ausreicht, um zu rechtfertigen, auf jeden Fall den Teig ruhen zu lassen. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich es auf jeden Fall tun. Einfach, weil er sich einfacher verarbeiten lässt. Und das ist mir einiges wert. Wenn es aber einfach mal nicht anders geht, dann kann man es auch sein lassen. Hier kann man zum Beispiel sehen, rundherum ist der Teig etwas geschrumpft, wenn man das vergleicht. Hier auch ist er auch rundherum etwas geschrumpft, das ist ganz klar. Feuchtigkeit verlässt den Teig. Dann muss er etwas schrumpfen. Alles in allem fand ich schön, das mal auszuprobieren und mir direkt anzuschauen, ob das wirklich stimmt, ob das ein Mythos ist oder nicht. Ich würde sagen, es ist kein Mythos. Der Teig ist etwas zäh, er wehrt sich ein bisschen bei der Verarbeitung, aber es ist nicht so kritisch, dass man auf jeden Fall 2 Stunden vor dem Backen den Teig anrühren muss. Das ist natürlich kein zufriedenstellendes Ergebnis. Wir sind nicht schlauer als vorher und so kann ich das Video nicht enden lassen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ist es jetzt wichtig, den Teig ruhen zu lassen oder nicht? Ich mich auch. Also habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und noch einmal einen Teig angefertigt. Vor 2 Stunden. Denn dank der Hilfe von Videotechnik allermodernster Sorte kann man einfach in der Zeit hin und her springen. Dieser Teig hat jetzt 2 Stunden im Kühlschrank verbracht. Meine These ist, vielleicht muss der Teig kalt sein. Vielleicht geht es gerade nicht um die Zeit, die er im Kühlschrank verbringt und sich entspannt, sondern darum, dass er einfach durchgekühlt sein muss, wenn man ihn verarbeitet. Dann gehe ich den nächsten Schritt, werde ihn jetzt ausrollen und dann probieren wir aus, ob es vielleicht doch an den eingebutterten Formen gelegen hat. Das heißt, einen Teil werde ich machen wie gerade eben im Video mit eingefetteten Formen und einen Teil ohne eingefettete Formen. Ich denke nämlich, das ist meine Erfahrung, die nicht eingefettete Form ist günstiger, weil der Teig sich da eher festhält. Er sackt nicht runter, er rutscht nicht runter. Das bisschen, was man dann eben schneidet am Rand, finde ich nicht schlimm. Bisher ist da bei mir nichts kaputt gegangen. Was man in vielen Kochbüchern lesen kann, sind Dinge, denen ich da nicht zustimme. Ich rolle jetzt erstmal den Teig aus. Und was ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Teig natürlich härter ist, dadurch, dass er kälter ist. Es ist ein Drittel des Teigs besteht aus Butter. Also ein Fett wird bei niedriger Temperatur natürlich fester. Ein gesättigtes Fett zumindest. Ich brauche etwas mehr Kraft, würde aber nicht sagen, dass das im unmenschlichen Bereich liegt. Was ich jetzt so beobachte, ist, dass der Teig nicht ganz so, ich würde sagen, robust ist wie der 22 Stunden lang geruhte Teig, aber längst nicht so empfindlich an den Kanten, dass er ausfranst wie der gar nicht geruhte Teig. Das ist also ein Zwischending, das ergibt Sinn meiner Meinung nach. Auf dieser Seite haben wir jetzt die eingefetteten Tartlettringe, hier die nicht gefetteten. Wie ich gerade sagte, meine These ist, hier wird das Ganze insgesamt besser funktionieren. Hier werden die Tartlets oder der Teig nicht am Rand herunterrutschen. Wir werden sehen. Ich habe natürlich die gleiche Teigmenge gemacht wie vorher. Das heißt, die wird nicht für alle 6 Ringe genügen, aber ich denke, für 5 wird es hinhauen. Und im Hausgebrauch würde ich sagen, das hier macht einen sehr guten Eindruck, weil der Teig an der Form jetzt schon besser haften bleibt. Es fällt mir also viel leichter, diese Form nachzuvollziehen, die der Ring beschreibt. Das reicht vielleicht sogar doch noch für die 6. Das sind die 6 Formen. Die 3 ungefettet, die 3 gefettet. Ich schiebe das Ganze jetzt wieder in den Ofen und hinterher sind wir hoffentlich endlich schlauer. Aber halt, wenn wir schon dabei sind, solche Tests durchzuführen, können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben auf jeder Seite 3 Proben. Und was ich auch mal ausprobieren wollte, ist, ob das mit dem Blindbacken, mit Blindbackbohnen, Hülsenfrüchten, was auch immer, wirklich so sinnvoll ist. Ich bin davon nicht überzeugt, denn dadurch, dass da Backpapier drin liegt, bleibt es unter diesem Backpapier immer so ein bisschen feucht, also gar nicht knusprig. Und ich habe es gern knusprig. Ich backe in der Regel ohne so eine Blindbackfüllung. Das funktioniert sehr gut. In dem anderen Versuch hat man gerade gesehen, ja, es kann aber auch eben hochkommen. In der Regel backe ich gar nicht vor, deswegen habe ich nicht ganz so viel Erfahrung mit dem Vorbacken und dem Blindbacken. Ich mache diesen Versuch jetzt einfach mal, um das auch in Bildern festhalten zu können. Ich denke, Proben haben wir genug und gleich wissen wir mehr. Das Ergebnis nach dem Backen. Man sieht, dass man nichts sieht. Es gibt kaum einen Unterschied. Auf beiden Seiten ist der Teig vom Rand abgerutscht, auf der eingefetteten wie auch auf der uneingefetteten Seite. Es ist der gleiche Teig. Jetzt schauen wir mal, was bei dem blind gebackenen Tartlettform passiert ist. Das gleiche. Ich hatte vermutet, dass es da vielleicht einen Unterschied gibt, dass der Teig besser in Form bleibt. Diese hier sieht ganz ordentlich aus, aber auch die ist ein bisschen abgerutscht.
Also das Ruhen lassen hat aus meiner Sicht keinen großen Einfluss darauf, ob sich der Teig hinterher beim Backen zusammenzieht. Auch ob die Form eingefettet ist oder nicht, hat in diesem Fall keinen Einfluss auf das Ergebnis. Und deswegen würde ich sagen, dass das Ruhen lassen eines Mürbeteigs, eines Pâte brisée, kaum einen Einfluss auf das Backergebnis hat. Man macht sich das Leben damit etwas leichter, weil die Verarbeitung etwas leichter ist. Er ist zarter, er lässt sich besser ausrollen. Und aus dem Grund würde ich weiterhin, wenn ich so etwas zubereite, den Teig vorher 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Aber es ist auf gar keinen Fall absolut nötig, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und ob das hier ein gutes Ergebnis ist, darüber kann man natürlich streiten. Wie ich aber auch schon sagte, sind diese Tartlet-Formen hier jetzt etwas feucht, überhaupt nicht knusprig, fettig würde ich eher sagen. Diese sind schön knusprig geworden. Wenn man jetzt also so direkt essen wollte, als Keks meinetwegen, dann würde ich von den beiden eher abraten. Die finde ich dann nicht so lecker. Wenn jetzt noch eine Füllung darauf kommt, zum Beispiel eine Creme Pâtissière, eine Konditorcreme, vielleicht etwas Obst, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Dann merkt man nicht, ob das so weich ist oder nicht, zumal es dann auch noch einmal gebacken wird. Das war's für heute mit dem Experiment. Welchen Einfluss hat das Ruhenlassen des Teigs oder des Mürbeteigs, des Pâte brisée, auf das Backergebnis? Ich bin sehr gespannt, wie man diese Probleme hier mit einfachen Mitteln lösen kann bei dieser Tartlet-Form, bei diesen Tartlet-Ringen. Das hier ist eher die französische Variante, ist auch aus dem, ich glaube, aus französischer Herstellung tatsächlich die Ringe. Genug davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wie macht ihr eure Tartlets oder Törtchen oder Torten? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und lasst uns darüber austauschen, wie man dieses Ergebnis hier verbessern kann. Und zwar im Sinne eines fruchtbaren Austauschs, von dem alle profitieren können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.